Ja, so, da bin ich mal wieder, Leute. Ah ja. Im letzten Video sind wir im Herrenhaus angekommen. Hat der Rubik mich versucht zu fangen. Ja gut, beim ersten Mal hat er mich erwischt. Und viele Gehirnoperationen gehabt und das war ein bisschen eklig. Naja, okay, dann machen wir mal weiter. Okay. Rein ins Vergnügen. So. Ja. Letztes Mal haben wir die drei Gehirne Wäsche reingemacht. Und gehen wir jetzt mal weiter. Bin mal gespannt, was mit hier arbeitet. Hä? Okay. Wo hab ich wieder zu? Na dann. Okay. Oh, Rubik. Echt jetzt? Oh, was? Sauberer Schnitt. Gerade durch. Dafür hat der Onkel Doktor kein Heilmittel mehr. Die makellose Haut ablösen. Gedanken des Geistes. Okay. Rubik. Alter. Hat er wirklich den Schweinekopf zerstören lassen? Echt jetzt? Scher eklig, Junge. Ah. Oh. Das wollte ich gerade nicht. Ich dachte ja, man könnte die Puppe nicht so hauen. Aber es geht ja wirklich. Okay. Oh Mann. Ist ja schon voll der Kammer. Oh nee. Ist das ein Hund? Gottes Willen, ey. Ist ja eklig. Rubik. Okay. Ja. Junge, warte doch. Weg, 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 weg. Oh nein. Oh. Okay. Oh. Was? Wie bitte? Warum? Okay. Ja, so gut. Ja. Nein. Hat keinen Wert. Oder? Okay. Wenn ich die berühre, kommt es sofort bestimmt schnell runter. Oh. Lauf! Alter. Was, schon wieder eine Puppe? Alter, was ist das? Wo bin ich hier? Ach du Scheiße.
Okay. Ja, ja. Ah. Komm schon. Du hast uns das angetan. Okay. Oh nee. Was für ein guter Start. Wo muss ich denn hin? Ich will meine Schwester wieder haben! Ich zeige dir, was Schmerzen sind! Ich will meine Schwester wieder haben! Ah, okay. Ich zeige dir, was Schmerzen sind. Ja. Oh Mann. Na gut. Ja. Komm! Wie ich das hatte, immer zu sterben, ist immer nicht so schön. Naja. Ja, Kapitän Neukraus haben Absichten. Das ist immer. Ich zeige dir, was Schmerzen sind.
Au. Ja, komm. Nicht stehen bleiben. Sebastian. Lauf doch. Du hast uns das angetan. Warum ich? Eieieiei. Das war irgendwie... Ach. Grausam. Oh. Warum wurde ich hierher geführt? Alter. Lautes Sonnenblumen, so weit das Auge reicht. Wow. Okay, bin voll. Auch voll. Hm, super. Gibt's sonst noch irgendwas hier? Ah. Na los. Okay. Kann ja alle nehmen. Ach, die Kinder. Ich weiß, dass du da bist. Ich höre dich atmen. Diese Dreckskerle. Glauben, sie können unser ganzes Land aufkaufen. Denen werden wir zeigen, wem das Land wirklich gehört. Okay. Junge. Oh nein. Sie ist die Hexe. Ich sollte hier schnell raus. Sie ist also die Hexe. Okay. Ja, das war doch ein Schlüssel, oder? Hä? Ah. Muss ich doch. Okay. Raus hier. Ui! Au. Nicht du schon wieder. Ach komm. Okay.
Warte mit. Warum ich? Ich hab doch gar nichts gemacht. Oh oh. Warum sollen wir das gemacht haben? Verstehe ich nicht. Okay. Ich kann nur geradeaus laufen, aber nicht drehen. Na gut. Schwach. Meine Kinder, ich will... Beatrice, wir haben das doch besprochen. Manchmal höre ich seine Stimme. Im Keller. Er klingt so nah. Dort unten ist nichts. Wie oft soll ich das noch sagen? Warum ist er dann immer verschlossen? Warum darf ich nicht runter? Oh. Okay, das war ein bisschen unheimlich. Ihr hört doch was. Ach so. Tick-Tack von der Uhr. Oh, was? Es ist 2 Uhr nach. Na dann. Okay, da muss ich mal da durch. Oh. Oh. Kapitel 9 schon zu Ende. Gut. Spalten wir das Spiel mal ab. Einfach neue Spat abgleich. Und jetzt geht's mit Kapitän weiter. Und nächstes Kapitel. Irgendwie tun mir die Kinder auch schon leid. Oh Mann, die Armen. Vor allem der Rubens. Na komm. Ich bin ein bisschen weiter runter. Wie viele hast du getötet, Ruben? Meint er etwa Ruvik? Zahlen sind irrelevant. Sie haben bekommen, was sie gegeben haben. Und sie haben einem höheren Ziel gedient. Meine Forschungen vorangebracht. Das war nicht bloß Forschung. Das, was diesen Menschen zugefügt wurde. Diese Fall. Dieses Ungeziefer, diese Mikroben, sie sind mein und ich verfüge über sie. Mit einem hast du recht. Es war nicht bloß Forschung. Ich bin der Perfektion nah. Das ist abscheulich. Das ist mein Wille. Na dann. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Oh.
Ja, die armen Kinder. Okay. Gibt's sonst noch was hier drin? Nein. Okay. Mein Kopf. Kopfschmerzen oder wie? Also wenn ich das schon sehe, den Bogen. Wer ist der Typ nebenan? Mit dem Ambus. So ein Bitlick. Ich sehe schon. Rückenschmerzen. Hallo? Haben Hallo? Sie eine Ahnung, warum diese Welt so ist, wie sie ist? Was? Wer sind Sie? Es ist Hass. Hass. Ruviks Hass. Sein Hass verzehrt ihn. Er will heraus. Er strebt nach Rache. Er will, was die Welt ihm in seinen Augen genommen hat. Nicht, dass er es tatsächlich bekommen könnte. Nicht, dass er es tatsächlich bekommen könnte. Diese Welt existiert so lange, wie er es tut. Haben Sie gerade etwas gehört? Ja. Ich habe was gehört. Aber auch ein bisschen unheimlich. Gibt doch Zeitungen? Ja, natürlich. Okay. Ich habe noch einen Schlüssel. Mal gucken, was ich da drin so alles bekomme. Warum bin ich immer alles so voll hier? Meine Güte. Ach, fangen wir mal unten an. Und? Oh. Oh, gleich 10.000. Gut. Dann kann ich ein bisschen mal upgraden hier. Ach, was? Ach, komm. Muss ich echt wirklich jetzt hier außen rumlaufen? Schwester. Na. Okay. Na. 9.000. Auch 9.000. Nee, erstmal die Waffe mit ein bisschen upgraden hier. Das. Okay. Ein bisschen noch zu viel. Dann nehmen wir das hier. Und. Ja. Nee. Ja, ich weiß. Nee. Ich spann noch ein bisschen. Also, dass ich außen rum laufen muss. Also Eisbolzen, Schockbolzen. Oh wow. Ja.
Ich sollte etwas mehr. Naja, etwas mehr Munition Reserve machen. Naja. Neun Schuss. Okay. Ich werde jetzt auch mal Schluss machen. Und einfach mal so, weil es ist schon spät, Leute. Und ich möchte auch mit euch mal schlafen gehen. Es ist spät, ja, ihr seht ja die Uhrzeit schon, 1:24 Uhr. Und ich verabschiede mich mal von hier. Gebt mir doch mein Däumchen hoch, ob es euch gefällt oder nicht. Und ich danke euch fürs Zusehen, Leute. Und wir sehen uns bald wieder mit der E-Mail bedient. Und tschüss, Leute.